Die Erde birgt besondere Überraschungen und Wunder, von denen viele noch entdeckt werden müssen. Manche haben das Glück, auf solche Wunder zu stoßen. Diese Geschichte erzählt ein schönes Beispiel von zwei Männern, die so etwas erlebt haben. Die Höhle der Kristalle. Die Brüder Delgado, zwei Männer aus Mexiko, arbeiteten als Minenarbeiter. Ihr Job war hart und herausfordernd, aber sie fanden ihn immer interessant. Sie entdeckten oft neue Dinge und jeder Tag war aufregend. Die Brüder waren bei der Minengesellschaft Industrias Peñoles angestellt. Eines Tages wurden sie zur Arbeit in die Naica-Mine geschickt, eine Mine im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua. Die Mine ist komplett im Besitz der Firma und ein Ort, der voller wertvoller Dinge ist. Außerdem ist bekannt, dass es dort sehr gefährlich ist. Im Inneren befinden sich mehrere Höhlen. Eine davon ist heute die sogenannte Höhle der Kristalle. Sie ist wunderschön, aber extrem giftig. Man könnte innerhalb von Minuten sterben, wenn man sie ohne angemessene Schutzausrüstung betritt. Zum Glück waren die Delgado-Brüder und die Firma, für die sie arbeiten, erfahren genug. Die beiden waren etwas nervös, aber sie vertrauten auf ihr Wissen. Sie würden sehr vorsichtig sein, also würde alles gut gehen. Die Brüder erwarteten eine interessante Erfahrung, aber auf das, was sie fanden, waren sie nicht vorbereitet. Sie bekamen den Auftrag, dort einen neuen Tunnel für die Minengesellschaft zu graben. Während sie arbeiteten und bohrten, wurden sie plötzlich Zeugen von etwas Faszinierendem. Im April 2000 legten die beiden Bergleute eine Höhle tief unter der Erde frei, die ebenso schön wie tödlich ist. Ein unbekannter Ort, der atemberaubend und voll von wertvollen Naturphänomenen war. Es gab übergroße Kristalle und der Ort schien wie ein großes, schönes, funkelndes Paradies zu sein. Die meisten der Kristalle waren Selenit, ein Mineral. Sie sahen perfekt aus, als wären sie in präzise Formen geschnitten worden. Die Natur schaffte es, die Kristalle auf so beeindruckende Weise zu formen. Der größte Kristall war etwa 12 Meter lang, hatte einen Durchmesser von 4 Metern und wog mehr als 55 Tonnen. Es war unglaublich. Die Delgado-Brüder konnten ihren Augen nicht trauen. Im Laufe der Jahre haben sie schon viele beeindruckende Dinge gesehen, aber dies war definitiv etwas Besonderes. Es raubte ihnen den Atem. Die beeindruckenden Kristalle waren an sich schon ein Geheimnis, aber offenbar gab es noch mehr. Die Leiterin des Astrobiologischen Instituts der NASA, Penelope Boston, hat die Kristallhöhle einmal besucht und kam zu dem Schluss, dass es in der Höhle außerirdisches Leben gäbe. Die Kristalle entpuppten sich als lebendig. Sie enthielten lebende Organismen. Es wurden Mikroben in einigen der Kristalle gefunden, einige von ihnen 10.000 bis 50.000 Jahre alt. Wie sich herausstellte, waren diese Kristalle Brutkästen. Wie ist es möglich, dass die Höhlen diese Wunder hervorbringen können? Und warum kann es für Menschen so tödlich sein? Es hat mit den extremen Temperaturen und Gasen zu tun. Diese Tunnel waren früher voll Wasser. Außerdem enthält die Höhle auch andere Elemente wie Silber, Gold und Zink. 1910 wurden hier sogar Kristallschwerter gefunden. Dies ist ein weiterer Bereich, der voll von Kristallen ist, welcher schließlich den Namen Höhle der Schwerter erhielt. Damit die Bergleute einen besseren Zugang haben, wurden die Naica-Minen immer wieder trockengelegt. Sie sind bei Bergleuten sehr beliebt und viele Forscher versuchen darin Schätze zu finden. Diese Entdecker haben schließlich auch die Karten verfeinert. Es gibt drei Höhlen und je tiefer der Tunnel ist, desto höher ist die Temperatur des Wassers. Das liegt an der sogenannten Magmatasche, die sich an die Erdoberfläche drückt und zu höheren Temperaturen führt. Die Wärme ermöglicht auch das Wachstum der Mikroben. Die Temperaturen können auf bis zu 58 Grad Celsius ansteigen und die Luftfeuchtigkeit beträgt 100%. Beängstigend, oder? Um es noch aufregender zu machen, könnten die menschlichen Lungen explodieren, wenn sie sich zu lange hier aufhalten, da sie sich leicht mit Flüssigkeit füllen. Es ist unglaublich, wie etwas so Schönes so gefährlich sein kann. Nun, das ist doch normalerweise der Fall, oder? Je auffälliger es ist, desto giftiger kann es sein. Die Forscher versuchen immer noch, sich einen Reim darauf zu machen.
Bis heute denken sie, dass die Mikroben vielleicht ein Beispiel für außerirdisches Leben seien. Nun, wer weiß. Es ist schwierig, sich über irgendetwas sicher zu sein. Aber die Gefahr, die davon ausgeht, muss ernst genommen werden. Dies ist auch einer der Gründe, warum die Naica-Mine für die Öffentlichkeit geschlossen ist. Früher war es ein Touristenziel, aber es ist wirklich zu riskant und gefährlich für die Menschen. Auch die Kristalle sollen völlig intakt bleiben, da sie so wertvoll sind. Es gibt noch so viel über die Mine zu lernen. Die Höhlen füllten sich immer wieder mit Wasser und die Minengesellschaft überlegte, ob sie das ganze Wasser abpumpen sollte. Aber das wäre nicht nur teuer, sondern könnte auch die Kristalle beschädigen. Denn das Wasser ermöglicht den Kristallen weiter zu wachsen. Einige Leute argumentieren, dass die Bergbauunternehmen gestoppt werden sollten, damit all diese Kristalle gerettet werden können. Und sie hatten Erfolg. 2015 wurde die Mine stillgelegt. Das ließ die Kristalle noch mehr aufblühen. Das Wasser konnte weiter durch die Stollen fließen, was das Wachstum neuer Kristalle anregte. Vielleicht ist es besser, wenn die Menschen sich von diesen Mysterien fernhalten. Sie verdienen es, wertgeschätzt und geschützt zu werden. Es zeigt auch, dass, wenn man Mutter Natur ihr Ding machen lässt, sie wachsen wird und uns mehr schöne Dinge schenkt. Welche anderen atemberaubenden Dinge gibt es auf dieser Welt? Bewegliche Höhle. Dies war nicht die einzige besondere Höhle, die entdeckt wurde. Die mobile Höhle ist auch interessant. Sie befindet sich in dem rumänischen Ort Mangalia im Kreis Constanța und wurde erst 1986 von dem Forscher Christian Lascu entdeckt. Sie blieb für lange Zeit unberührt, etwa 5,5 Millionen Jahre. Genau wie die Kristallhöhle ist auch die mobile Höhle lebensgefährlich. Die Höhle ist sauerstoffarm, aber reich an Schwefelwasserstoff und Kohlendioxid. Die Luft ist völlig anders als die, die wir kennen. In der mobile Höhle gibt es noch so viel zu erforschen. Auch wenn es für den Menschen ein gefährlicher Ort ist, ist er es für viele andere Arten nicht. Es gibt so viele verschiedene Lebewesen unter der Erde, absolut unglaublich. Es ist dunkel und doch krabbeln ungefähr 69 Arten in der Höhle herum. Aber das sind nur die Arten, die Forscher schon gefunden haben. Es ist sehr wahrscheinlich, dass diese Zahl eigentlich viel höher ist. Es gibt Organismen wie Spinnen, Skorpione, Asseln, Blutegel, Tausendfüßler und mehr. All diese Organismen sind natürlich anders als die, die wir kennen. Sie sind extrem einzigartig und die meisten von ihnen wurden noch nie gesehen. Außerdem gibt es hier auch verschiedene Arten von Pilzen, Bakterien und Mikroben, ähnlich wie in der Höhle der Kristalle. Wer weiß, was sonst noch in diesen Höhlen lebt? Wir können es nur ahnen. Die Welt birgt so viel Außergewöhnliches, von dem wir Menschen nichts wissen. Es gibt noch so viel zu entdecken. Die Forscher versuchen weiterhin so viel wie möglich über die mobile Höhle herauszufinden, auch wenn es schwierig ist, alles zu verstehen. Schon das Betreten der Höhle ist eine große Herausforderung. Da es im Inneren kein Licht gibt, hilft den Forschern nur ihre Lampe am Helm. Sie müssen sich abseilen und hineinklettern. Weniger als 100 Menschen haben die mobile Höhle betreten. Vielleicht könnte man sagen, dass dieser Ort so besonders ist wie der Mond. Die mobile Höhle ist bis heute eines der isoliertesten Ökosysteme auf dem Planeten. Geschichten wie diese machen einem bewusst, wie unglaublich unser Planet sein kann. Verrückte Entdeckungen werden wahrscheinlich bis zum Ende unserer Zeit gemacht werden. Die Delgado-Brüder fühlen sich geehrt, dass sie es waren, die einen der unerklärlichsten Orte der Erde gefunden haben. Wir können uns nicht vorstellen, wie es für diese Forscher sein muss, so etwas zu erleben. Einige Leute haben Angst, dass diese Schätze von Menschen beschädigt werden. Sie glauben, dass wir Menschen uns davon fernhalten sollten, um sie zu schützen. Was würdest du entdecken wollen? Welche Wunder auf der Welt beeindrucken dich am meisten? Vielleicht wirst auch du eines Tages auf etwas Besonderes stoßen. Wir hoffen, dass du etwas aus diesem Video gelernt hast und dass es dir gefallen hat. Es ist eine weitere Erinnerung daran, dass wir als Menschen erkennen müssen, wie wertvoll unsere Welt ist. Fühl dich frei, deine Meinung in den Kommentaren zu teilen. Wir würden uns freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen.